So, da sind wir bei Killer is Dead, Episode Nummer 3. Frau voller Schmerz, wir sind in Frankreich. Ja, ich weiß, schockierend, wir sind in Frankreich und wir müssen unseren Klienten finden, glaube ich. Nein, nicht unsere Klienten, sondern die Frau, um die es geht. Hallöchen, wer bist du denn? Excuse me, sir. Please, I need help. Okay. You are... It's my sister. Please help her. My older sister. She's lost it. Hiya. What's her name? Alice. Where is she right now? A man... Please help Alice. I'm begging you. Where is Alice right now? She was tricked by a scary-looking man. That's why I'm frightened. You have to trust me. My name's Mondo. What's your name? Elisa. Mit dem Kleid hätte ich eigentlich erwartet, dass du Alice bist. Aber okay, von mir. Was ist da Leckeres auf dem Tisch? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es nicht nehmen. Schade eigentlich. Alice also. Ja, wir sind, wie gesagt, in Frankreich, müssen ein baguette-schwingendes Monster... Was zur Hölle? How long are you gonna make me wait? Forget about work. Oh, okay. I have something special for you. Ich weiß ja nicht. War ich irgendwie die letzten 5 Minuten im Koma oder sah es hier gerade eben auch schon so aus? Ich glaube, das ist eine Ultra-Anspielung an, ja, Alice eben. Alice, Alice. Wunderland Alice. Wow. Oh, Hallöchen, wer bist du denn? Kein Problem. Das sollte ich hinkriegen. Slashy Slash. Das war's mit dir, mein Freund. Schützen? Ah. Okay, mit Kreis kann ich blocken. Das sagte mir fast schon, dass ich nicht alles blocken kann. Das wäre ein bisschen zu einfach. Das werde ich dann mit der Zeit auch noch rausfinden, was ich blocken kann von diesen Freaks, was ich nicht blocken kann. Okay, okay. Das ist sehr gut, okay. Ausweichen. Schon mal ziemlich hilfreich. Das ist gerade so mein kleiner Trainingsraum eher noch, wie es aussieht. Guardbreak. Durchbrich für eine Angriffschance die Verteidigung schwieriger Gegner. Guardbreak und... Okay. Mit Dreieck. Ah. Sehr gut. Das ist im Prinzip einfach nur die schwere Attacke, die durch die Deckung der Gegner durch kann. Den ich dann ganz leicht die Elektro-Dildos aus der Hand schlag... Oh, oh, Cupcake. Disgusting. Was? Das ist ein fucking Cupcake. Was ist daran ekelhaft? Nom 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 nom. Diese Tür war Cupcake gesteuert? Faszinierend. Hey, Elisa. Elisa in Wonder Room, ha? Ich verstehe schon. Du willst den Cupcake. Guck mal, was ich hier habe. Thank you. Gern geschehen. Alles für dich, Lady. Who the heck is that woman? Und, was machst du nachher so, wenn ich fertig bin mit deiner Schwester? Das ist Elisa, hat sie doch gesagt, hör doch zu. Jesus Christ. Soll noch mal einer sagen, Männer hören Frauen nicht zu. Okay. Oh, wow. Was ist das denn hier? Oh. Okay. Eieiei. Ich muss seinen Kopf abbrennen? Und das soll ich wie genau machen? Haha, nein. Das gilt es noch herauszufinden, glaube ich. Die Zeile kann ich seinen Kopf abtrennen. Hat auch nicht wirklich, also er hat irgendwie was ähnliches wie einen Energiebalken, wobei ich nicht wirklich weiß, was es sein soll. Wenn ein Gegner... Adrenaline Burst. Wenn ein Gegner betäubt ist, verwende Adrenaline Burst. Blut wird verbraucht, um einen Gegner mit einem Treffer zu spalten. R1 halten und Viereck für Adrenaline Burst. Wow! Farbenfroh und tödlich. So wie ich es gern habe. Oh, Blumen. Hübsch. Sind es genau diese Blumen, die Elisa vielleicht haben will? Überall diese Katzen. Hallo, Miezen. Na du? Thank you.
So langsam kommen wir unserem Ziel hier näher. Wow, was machst du denn hier? Du sprichst nicht mit jedem, ne? Hey, Mika, where did you get in from? Sir, you came just in time. This lamp is very strange. Every time I put it out, it keeps relighting. Weird. You haven't answered my question. Quit playing around and get to work. We need to find Alice. Aye, aye, sir. But what she said also bothers me. What? Is that lamp bothering you? Vielleicht. If you can't reach something, your left arm might come in handy. But just be careful about using too much blood. Okay. Muzzleback. Mondos linker Arm wird durch aufgenommenes Blut von besiegten Feinden betrieben. Du kannst deine Hand als Menschenhand tarnen, um Fingerabdruck... okay. Fingerabdruckscode scannen. Setze die Mondo-Sicht ein, um Gegner zu analysieren. Muzzleback. Mondos linker Arm wird zu einer Subwaffe. Okay. Das ergibt Sinn. Dann soll ich da draufballern? Einfach mal so. Tja, so sieht's aus. Bisschen Blut und die Sache ist gelaufen. Und was genau kann ich sonst noch machen? Ja. Okay. Ach so, okay, gibt's mehrere. Das habe ich gerade nicht gesehen. Yay! Geschenke, glaube ich. Ja, ja, irgendwie sowas. Da ist einer und da ist einer und da ist auch noch einer. Sogar zu viele. War's das? Das muss es gewesen sein. 4 Stück. Moment, ich kann da gleich rein, wenn ich dieses Geschenk geschossen habe. Das, ich habe keine Ahnung, was macht, aber ich gehe da rein. Holy crap. Ich glaube... Habe ich die Welt in einem Pflanztopf gefunden? Ist die Welt in einem Pflanztopf? Alisa, möchtest du die Welt in einem Pflanztopf? Führe Combo-Serien aus, um über die Wires zu urteilen. Je nach Taste ändert sich die erbeutete... Urteilskill, Metzelei, Bestrafung, Meuchelmord. Ach du Scheiße. Soll ich mal merken können? Meucheln, Bestrafen, Metzeln, Urteilen. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Werde ich mal meine Combo nach oben halten. Ah, jetzt hier. Da kann ich auswählen, was ich dann krieg. Hey, meine Blutstufe erhöhen und ähnliches. Solange ich meine Combo sehr weit oben halte. Mal das da. Ah, yeah. Wunderschön. Macht alles irgendwie Sinn, auf eine sehr verwirrte Art und Weise. Hey Lady, ich habe hier die Welt in einem Pflanztopf. Wie wär's damit? Thank you. Aha. Mondo erhält neue Fertigkeiten, indem er Mondkristalle verwendet. Überprüfe deinen Status, wenn du Mondkristalle einsammelst. Wähle in der Agentur oder im Pause-Menü Status-Upgrades, um das Upgrade-Menü zu öffnen. Können wir gleich mal machen. Können wir gleich mal schauen, ob wir schon irgendwas upgraden können. Warum leuchtet mein Arm so komisch? Ich habe keine Ahnung. Okay. Status upgraden. Gesundheit 13 von 30. Ah, okay. Piercing Katana. Dreh dich nach einem Block Dash sofort um und ziele auf die Schwachstelle des Gegners. Katana hochziehen. Rotationsangriff. Das kann ich nur, das hier könnte ich schon machen. High Mobility. Stelle mit Hilfe von Blut die Gesundheit wieder her. Ich glaube, High Mobility ist das erste, was ich mal nehmen will. Und dann noch hier Piercing Katana. Okay. Vom Gegner weg plus Kreis und dann Viereck. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich.
interessant. Einige Dinge, die ich lernen muss. Ah, okay, so rum. Alles klar. Macht Sinn. Hey, Mietzen, was geht ab? Ich muss mal da lang gehen, wenn ich keine Ahnung habe, was dahinter ist. Natürlich, Pfefferkuchenhäuser und Süßigkeiten. Wie konnte ich das nicht wissen? Das ist dann wohl Alice. Are you the owner of this house? You see anyone else here? I met your younger sister, Elisa. Elisa? That girl. Is she still hanging around? She was quite worried about you. Lies. You're right, that is a lie. All I sense in this house is your stench. It only has your color. I've met you before. Mondo. Thank you. You are the first and the last man to have come this far. I will take away all of your pain. I'll set you free. Yes. It hurts. Alice, what's wrong? Where does it hurt? It's my back. For how long? A year. I took a vacation to the moon, and ever since I returned, it hurts. Moon? Did you see anyone there? Yes. It hurts. It hurts. Mondo, please. Help me. Who did you see on the moon? A scary man. His name. I need his name. I remember. David! Okay. The pain. It's gone. I want to see David. It hurts. Oh, shit, bro! Mondo, am I a tortured soul? Kann man so sagen. Holy fucking shit. Du bist der Spinnenkönigin, so wie das aussieht. Der gute Pfefferkuchenmann. Oh Gott, Just Guard, blocke, wenn der Gegner rot blinkt, um Just Guard auszuüben. Die stärksten Gegner sind wehrlos, wenn sie angreifen. Okay. Burst Rush. Weiche einem Angriff im letzten Moment aus und führe einen Dodge Burst aus. Drücke dann Fan. Okay. Yeah, Baby! Ich glaube, genau das war das, was ich hier machen sollte. Komm da runter. Au! Au! Was ist das denn? Keine Ahnung. Will ich's wissen? Ist das so wirklich? Ja, doch, es bringt was. Zwar nicht so ultra viel, wie ich vielleicht gerne hätte, aber naja. David muss ein komischer Mensch gewesen sein, wenn er sowas mit Alice machen kann. Au! Hey, du bist tot. Moment mal ganz kurz. Du bist tot. Dein Energiebalken ist weg. Irgendwie doch nicht. Was soll ich denn noch mit dir anstellen? Das ist der köstlichste Kampf aller Zeiten. Au. Uncool.
muss sie finishen wahrscheinlich, sobald sie unten ist. Ha. Ja, dann warte ich mal ab, bis du da runterkommst. Aber wahrscheinlich von alleine kommst du da nicht runter, hab ich recht. Dude, what? Habe ich deine Einrichtung zerstören, dass du erst runterkommst? Was auch immer du auf mich schießt, das ist eklig. Hör auf damit. Also. Slicey Slice, Bitch. Genau an der Mumu. Shit, ich bin gleich tot, aber sowas von. Du Kacke. Shit, 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 shit. Ah! Mist. Keine Zeit mehr gehabt, auszuweichen. Mika-Karten. Ja, ich glaube, ich kann am Kontrollpunkt wieder neu beginnen. Ah, ich mach's jetzt. Was zur Hölle? Mika-Ticket. Mika kommt Mondo zur Hilfe, wenn sein Leben in Gefahr ist. Allerdings nur, wenn du ein Mika-Ticket besitzt. Okay. Mondo! Komm schon! Oh, so macht man erste Hilfe? Oh Gott, ich hab's all die Jahre falsch gelernt. Gut gemacht, Mika. Okay, wenn die hier am Rumrennen ist, muss ich sie dann einfach runterholen mit meinem Arm praktisch. Yes, yes, yes! Kann ich dich hier nicht gleich finishen? Nein, das funktioniert nicht. Das ist irgendwie nicht wirklich eine Spinne. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Das ist ein krabbenähnliches französisches Krebsvieh. Yes! Oh yeah, das war das andere Bein, oder? What the fuck? Was bist du denn? Okay, ich habe kein wirkliches Blut mehr. Ah! Wie geht's? Jetzt wird's doch noch mit Eiern. Ach du Scheiße. Haben die ihren Kopf drauf? Kein Scheiß, die haben ihren Kopf drauf. Komm da runter. Ernsthaft mal, komm runter. Zu dem großen Vieh, das ist gerade wichtiger. Um die Kleinen kann ich mich immer noch kümmern, während sie oben am Rumklettern. Oh, fuck you. Was hast du denn da gerade fabriziert? Holy fuck. Was geht hier gerade eigentlich vor sich? Schaffen wir es dann irgendwann? Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Jawohl. Das war deine kleine Brut abgelassen, aber nicht genug, um mich aufzuhalten. Gleich habe ich dich, gleich habe ich dich. Ja, damn it. Aber ach, das kleine Vieh, ich habe es nicht gesehen. Bullshit. So. Hey, Mika. Alice, we're so sorry. Rest in peace inside this house of candy. Boss, job's complete. Good work. In fact, great work from a newbie. Das haben wir schon gut hinbekommen. Wow. Was zur Hölle ging eigentlich gerade in diesem Haus ab?
finde dieses Spiel extrem geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Here is the promised object. Thank you. Bitte schön. Alice, we meet at last. So, it was you all along. Did you know her? Yes. This is the woman who killed me. Huh? Do not be deceived by the story of the moon. This woman is a natural-born killer. Now my death has been avenged. I greatly appreciate your help. Das ist auch gar nicht komisch gerade. He's gone. Vanished. The joke's on us. How are we supposed to get paid, Chief? I guess we'll just build the state. What? Alice im Totenland, sehr, sehr schön. Man kann teilweise noch lachen bei dem Spiel, wenn man absolut nicht weiß, was überhaupt abgeht. Aber es war schon mal ein sehr, sehr interessanter Level. Ich glaube, wir können uns auf noch sehr, sehr viele weitere Level... Klar, sehr viele weitere Level, sehr, sehr viele weitere interessante Level, so wie den hier einstellen. Das war wahrscheinlich erst der Anfang von dem Mindfuck, den wir hier noch zu sehen kriegen in dem Spiel. Holy shit, Suda, da hast du dich wieder mal selbst übertroffen. Ich bin sehr begeistert und wir haben, denke ich doch mal, eine neue Mission freigeschalten. Natalias Gigolo-Mission ist freigeschalten. Starke, temperamentvolle Frau. Ah, okay. Gigolo und Herausforderungsmission kannst du so oft spielen, wie du willst. Ein Enthauptungssymbol weist auf die Vollstreckungsanfrage der Agentur hin. Interessant, wir haben also auch die Möglichkeit, mehrere Missionen gleichzeitig zu wählen. Besser gesagt, wir haben die Wahl aus mehreren Missionen gleichzeitig. Ah. Okay, Mondos Mädchen. Und hier ist Episode Nummer 4, Käferjagd. Ach du heilige Scheiße, da gibt es einiges zum Auswählen. Ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, haut rein.